gibt ganz schön viele Cloud-Anbieter. Aber wie unterscheiden die sich von uns? Wo werden wir vielleicht aufgrund unserer eingesetzten Infrastruktur in einen Anbieter reingepresst? Wie wichtig ist die Erfahrung und die Kenntnis von meinem eigenen Personal, wenn wir vielleicht dazu gezwungen werden, auch eine Multicloud-Umgebung betreiben zu müssen? Und wo ist der Innovationsdrang unserer klassischen Softwarehäuser, wenn es um die Modernisierung derer Angebote geht? Diese und andere Fragen zum Thema Cloud-Anbieter diskutieren Tom und ich im CloudPingPod Folge 6. Tom, du hast mir mal erklärt, es gibt gar keine Cloud. Und jetzt erzählst du mir, es gibt sogar mehr als eine? Ja, es gibt wahrscheinlich sogar so viele Clouds. Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Absolut kein Plan. Aber die Auswahl ist schon nicht schlecht, würde ich mal sagen. Wie siehst du denn mit diesen Clouds überhaupt? Naja, wir müssen ja mal drüber reden, warum gibt es denn da mehr als eine davon? Weil wir haben ja mal gesagt, dieses Thema Cloud und es ist eigentlich nur der Rechner von jemand anderem. Wir müssen uns ja eigentlich darüber unterscheiden oder darüber unterhalten, wie die Dinger sich unterscheiden, was sie überhaupt für eine Daseinsberechtigung haben. Weil wenn das jetzt alles nur normale VM-Hoster sind, ist das ja doch eher langweilig, oder? Ja, würde ich auch sagen, ja, absolut. Also vielleicht kann ich dir mal sagen, wie das wahrscheinlich die meisten wissen, ja zur Azure Cloud gekommen bin, oder? Das ist ja auch kein Geheimnis. Das war im Prinzip so eine Art Bauchgefühl, sage ich jetzt mal. Ich weiß ja, dass Amazon Web Services gibt es ja schon länger als Azure. Ich glaube, irgendwo sind die online seit 2006, aber unter Vorbehalt. Und dann die Google Cloud-Plattform irgendwo 2009, aber ich will jetzt, also behafte mich da nicht auf diesen Zahlen. Und dann weiß ich aber, dass so das erste Mal so richtig online Azure 2010. Dann, zwei Jahre später, Exchange Online kam ins Spiel. Da hieß es plötzlich, hey, es gibt da Mailboxen, die man online verwalten kann. Und da habe ich dann einen Blick auf Azure auch geworfen und da musste ich mir einfach sagen, hey, da gibt es irgendwo eine Interaktion. Das heißt, da sind schon Schnittstellen da zwischen diesen beiden Diensten. Und da war so mein Bauchgefühl, wo ich gesagt habe, hey, ich gehe mal mit der Azure Cloud. Obwohl, ich hatte da überhaupt keine, wie soll ich sagen, Priorisierungen gesetzt. So in, hey, Amazon Web Services, das sollte, ist besser. Oder es ging gar nicht um das, was ist besser, was ist schlechter. Oder auch nicht die Preise, sondern einfach so bauchgefühlmäßig, hey, ich schaue mir da die Microsoft Cloud, Azure Cloud oder Exchange Online, schaue ich mir einfach mal genauer an. Das war so mein Weg in die Cloud. Ich weiß nicht, wie ging es dir damals? Ja, also ich glaube, wir kommen damit mit deiner Schilderung und vielleicht auch mit meinen Erfahrungen so ein bisschen dorthin, dass einen halt entweder eine Infrastruktur oder ein Ökosystem vielmehr mit einer Cloud verbindet oder eben gewisse Eigenschaften, gewisse Integrationen, gewisse wofür eine Cloud gemacht ist vielleicht. Also bei mir war es eben so, ich habe tatsächlich meine ersten Berührungspunkte, sagen wir mal, mit AWS sogar über den Dienst Heroku gehabt. Das heißt, ein Dienst, der irgendwo bei Salesforce gelandet ist nach irgendeinem Zeitraum, die gerade erst ihre kostenfreien Pläne abgekündigt haben und das ein oder andere, der ein oder andere Dino, so hieß das Ding damals, also nicht der Dinosaurier, sondern Dino und DY, dann auch noch ins Gras gebissen hat damit. Das war so mein erstes Cloud-Infrastruktur, wobei ja doch eher schon Plattform-as-a-Service als Infrastruktur-as-a-Service. Aber das war meins, weil das so meine Webentwicklungszeit war. Ja, und dann willst du dir nicht so viel Gedanken über das Thema Infrastruktur machen. Du willst dir nicht so viel Gedanken drüber machen, nimmst du jetzt Nginx oder Apache oder sonst irgendwas, sondern du willst eigentlich nur Code über den Zaun werfen und willst gucken, dass das funktioniert. Und damit habe ich indirekt AWS-Erfahrungen gemacht. Aber AWS war natürlich auch lange Jahre eher so das Posterchild zum Thema Linux-Support, ja, was ja bei Azure doch eher später kam.
Ja, und auf der anderen Seite hatten alle anderen vielleicht eher Probleme damit, das Thema Windows abzufackeln. Und dementsprechend, glaube ich, nähern wir uns da dieser Thematik, dass verschiedene Cloud-Anbieter verschiedene Steckenpferde haben, respektive eben verschiedene Spezialisierungen haben und vielleicht das ein oder andere geeigneter ist, dass man es eben bei dem oder jenem macht. Und ein kürzliches Beispiel zu dem Thema, was mir noch untergekommen ist, gibt da gerade eine große Landflucht aus diesem kleinen sozialen Netzwerk Twitter. weil da gibt es eine neue Führung und auf einmal ist alles doof. Auf jeden Fall gab es ja ganz viel Landflucht in einen Dienst namens Mastodon. Jetzt zeichnet der sich vor allem dadurch aus, dass er dezentral ist, dass man den selbst hosten kann. Mhm. Also geht der Lenz natürlich hin und spielt rum und macht und tut und guckt sich mal um, was gibt's denn da so für Quellcodes? Ja, das Ding ist in Rails geschrieben, kenne ich, habe ich mal ein Buch drüber geschrieben, na, kriegst schon irgendwie hin. Aber der Lenz hat natürlich auch keine Zeit. Also guckt sich der Lenz natürlich an, was gibt's denn so out of the box? Gibt's bestimmt einen Docker-Container? Na, kann man bestimmt irgendwo hochfahren, auch in Azure oder in AWS oder wo auch immer. Mhm. Gibt's nicht. Gibt keinen Docker-Container. Gibt keinen Docker-Compose-File, mit dem ich das mal eben schnell machen kann. Zumindest habe ich auf die Schnelle nichts gefunden. Was ich aber gefunden habe, direkt in der GitHub-Repository, ist ein Link zu einem für mich als Deutschen völlig unaussprechlichen Dienst namens DigitalOcean. DigitalOcean, der im Prinzip so ähnlich wie die Dinos wahrscheinlich bei Heroku jetzt mit, wie heißen die Dinger noch gleich, Drops und Droplets, da gibt es eben bei DigitalOcean, wir nennen das Ding DO jetzt. DO, genau. Sonst klinge ich immer, als hätte ich einen im Tee. Da kann ich mit einem Klick, kann ich das Ding dort hochfahren. Und für mich ist das auch wieder eine Definition von einem Alleinstellungsmerkmal, dass die Software, für die ich mich interessiere, dass die bei einem Cloud-Provider ganz besonders toll supported ist. Ja, ich glaube, das ist genau das, was du ansprichst, oder? Das ist immer das bei jedem Punkt gibt es irgendwo ein Ecosystem oder Ökosystem, wie du es gesagt hast, oder? Und ich glaube, oftmals ist es halt so, dass genau das Ökosystem im Prinzip die Vorgabe schon mit sich oder dass das Ökosystem vorgibt, in welche Cloud ich gehe. Ich glaube, das ist auch dann die Thematik, wo es geht gar nicht darum, was ist jetzt besser oder schlechter, sondern wie interagiert mein Ökosystem mit der Cloud? Und wenn es da eine Vorgabe gibt, wenn die Schnittstellen ja schon definiert sind, warum muss ich zusätzliche Schnittstellen einbinden, um in eine andere Cloud zu kommen? Weil das bringt ja automatisch auch Probleme mit sich, weil wenn die Schnittstellen aktualisiert werden, dann ist mein Zugriff vielleicht auf die Cloud wieder nicht mehr vorhanden oder wie es dann auch immer ist. Und ich glaube, das wird oft unterschätzt. Und da muss ich halt sagen, ich habe ja keine Aktien von Microsoft, aber die Schnittstellen halt von den verschiedenen Microsoft Cloud-Diensten innerhalb der Microsoft Cloud, die funktionieren halt schon wirklich sehr gut. Also ich glaube, das darf man schon auch sagen. Und das ist halt oftmals auch so, die Situation, weil diese Schnittstellen so gut funktionieren, ist man vielleicht halt auch ein wenig gezwungen, halt dann in diese Cloud zu gehen, oder? Ich weiß nicht, vielleicht siehst du das anders? Ja, es hängt halt wirklich davon ab, wo stehe ich denn als Unternehmen? Mhm. Wo stehe ich mit dem, was ich an Unternehmenssoftware einsetze? Die Microsoft-Welt ist verankert in the Enterprise natürlich und dementsprechend naheliegend ist es dann eben, wenn ich habe Ad1 ein MS-SQL-Projekt, was auch immer, na, dann nehme ich halt den Managed SQL von Microsoft. Das geht halt, dann ist es ein extrem dünnes Brett, was ich dann da bohren muss, wo ich woanders vielleicht das Rad neu erfinden muss. Genau. Weißt die Gefahr, ja, sag ruhig. Na, ich wollte nur sagen, das, was du angesprochen hast, eben jetzt zum Beispiel Microsoft SQL oder aber auch andere Punkte, die oft vergessen gehen. Ich komme immer wieder mit regulatorischen Behörden, oder? Das haben wir auch schon diskutiert. Und wenn eine regulatorische Behörde sagt, hey, die Daten bleiben in der Schweiz, okay, ob das dann wirklich so ist, das sei mal dahingestellt, aber wenn es heißt, die Daten bleiben in der Schweiz, dann hast du zum Beispiel bei Amazon Web Services, hast du im Prinzip schon verloren, weil es gibt kein Data Center
in der Schweiz von Amazon Web Services. Es gibt ein Data Center, das nennt sich dort, glaube ich, auch Europe oder irgendwie West Europe. Das ist, glaube ich, irgendwo in Irland. Aber da muss ich wiederum sagen, ja, Frankfurt gibt es noch. Oder Frankfurt, ja, und das schreibt sich natürlich Microsoft auf ihre Fahne. Sie schreiben natürlich hin, hey, wir sind in den meisten Regionen vertreten auf der ganzen Welt. Und wenn doch das die Situation ist, dann bleibt mir doch einfach gar nichts anderes übrig, als dass ich in diese Cloud hinein muss. Also das sind ja auch oftmals so Einschränkungen, die vielleicht, man will es gar nicht, aber es gibt keinen anderen Weg. Ja, hast du definitiv und durchaus recht. Aber wichtig ist auf der anderen Seite, glaube ich, so auch dieses Thema gesamtheitliche Betrachtung. Also wenn wir von Cloud reden, dann reden wir ja eben auch aus diesem Blumenstrauß von Diensten. Und da rede ich noch nicht mal von 365. Natürlich ist Microsoft 365 ein großer, großer Bestandteil von dem, was auch eine Attraktivität von Azure ausmacht, weil auf einmal habe ich nämlich ein Benutzerverzeichnis für die Anmeldung einer VM, die Anmeldung einer Windows 365-Maschine, die Anmeldung in meinem E-Mail, die Anmeldung in meinem Kommunikationstool Teams. Hat man schon seitens Microsoft nicht so schlecht eingefädelt. Ja, also das ist schon eine sehr, sehr saubere Struktur und eine sehr, sehr saubere Integration, das hast du ja auch schon gesagt. Aber, und das haben wir in unserer letzten Folge zum Thema Preisrechner kurz thematisiert, die Zusatzdienste, die Mehrwertdienste, die Dienste as a Service, die ich aus diesem Portfolio noch beziehen kann, die ist verdammt lang. Und die ist bei AWS auch nicht kürzer. Und wenn ich logischerweise mit meinem Unternehmen bei Google beheimatet bin, weil ich jetzt Google Workplace, Space, Apps, wie auch immer das Ding heute heißt, quasi das Pendant zu Microsoft 365 auf der Google-Seite einsetze, dann bin ich natürlich irgendwie auch vielleicht ein bisschen gewillter zu sagen, da gehe ich zu GCP, gehe ich zu Google Cloud-Plattform, weil logischerweise die Integration, die Schnittstellen eben eine bessere sind. Aber überall gibt es eben deutlich mehr als nur ein VM-Hosting. Und das fehlt mir teilweise im öffentlichen Diskurs, wenn man dann eben so sagt, naja, welche Cloud nehmen wir denn heute? Und auch globalere Player wie jetzt ein kleinerer Linode oder sowas, die haben mittlerweile auch einen reichhaltigen Blumenstrauß. Selbst eine Firma Hetzner, ja, klassischer Blechdengler, der dir für jeden Server, den du mietest, irgendwo was in den Rack schraubt. Selbst die haben ja mittlerweile virtuelle Systeme, virtuelle Server, aber darüber hinaus nicht mehr so viel mehr. Das heißt, vom Root-Server komme ich dann irgendwie noch so, naja, vielleicht kriege ich noch was S3-Kompatibles auf der Storage-Seite oder sowas, Objekt-Storage. Dann wird's aber eng. Ja? Und so dieses ganze Thema Mehrwertdienste, auch Managed Databases, Platform as a Service oben drüber, da wird es von der Anzahl Anbieter schon echt überschaubar. DO mit einem Frankfurter Rechenzentrum ist sicherlich auf dem deutschen Markt zumindest nicht sonderlich präsent, hat aber zumindest jetzt über einfach ein Bein bei einem Anbieter, bei einem Dienstleister, bei einem Integrator, wie jetzt eben auch einer Open Source Suite wie Mastodon, natürlich ein Stein im Brett. Und so gibt es mit Sicherheit viele andere auch. Und ich glaube, die Gefahr, die dann auf einmal um die Ecke kommt, ist so dieses Thema Multicloud. Jetzt kann ich mich nämlich nicht mehr auf eine Cloud fokussieren, weil nämlich Geschäftsbereich A, ja, da ist eine MS-SQL-Datenbank dahinter, mache ich bei Microsoft. Dann habe ich mir irgendwas angelacht, da ist ein Oracle drunter. Mach mal Oracle in der virtualisierten Umgebung, viel Spaß. Da sind deine Optionen entweder tiefe Taschen oder Blech oder du gehst zu Amazon oder zu Azure. Und dann habe ich das vielleicht Cloud. Oder zur Oracle Cloud, natürlich. Und dann habe ich das vielleicht da. Und dann müssen wir doch irgendwann über das Thema Instrumentarisierung, über das Thema Monitoring, über das Thema Identity auch mal über Cloud-Grenzen hinweg, also über den Cloud-Anbieter, dessen Grenzen hinweg reden. Ja, absolut, absolut. Was mir halt auch immer wieder auffällt, wenn du hast jetzt so die Multicloud angesprochen und wenn das Thema allgemein Cloud oder wenn jemand das Wort Cloud in den Mund nimmt, dann wird das mehr oder weniger immer reduziert auf eine virtuelle Maschine. Also ich möchte da niemandem etwas unterstellen, aber meistens ist es doch so, wenn jemand von einer Cloud spricht, dann ist es eine virtuelle Maschine. Aber wie du es gesagt hast, was all diese Zusatzdienste oder all diese Zusatzdienste, die da vorhanden sind, das ist ja riesig. Das heißt,
Ich weiß ja gar nicht, was alles Amazon Web Services anbietet. Klar, ich kenne den S3 Bucket und ich kenne DNS, dort heißt es irgendwie 53 oder irgendwie so. Und das ist ja alles, das ist ja unglaublich riesig und das ist ja auch oftmals die, wie soll ich sagen, die Herausforderung, dass man ja bei diesen vielen verschiedenen Diensten, die man zusätzlich noch buchen kann, da den Überblick zu behalten. Und nichtsdestotrotz sage ich halt auch, bin ich immer wieder der Meinung, dass man muss halt trotzdem, wie du es schon von Anfang an gesagt hast, auf die Gegebenheiten schauen. Wie steht eine Organisation da? Was ist im Moment vorhanden? Und dann versuchen, einen Abgleich zu machen. Hey, wir wollen in Zukunft in diese Richtung, wir wollen dieses und jenes, wollen wir abdecken neu mit Cloud-Diensten. Und dann muss man doch vergleichen oder beziehungsweise dann geht man mal in seine eigene Cloud, die man bereits hat. Es ist vielleicht Amazon Web Services, ja warum nicht, ist doch alles in Ordnung, kein Thema. Und dann muss man eben entscheiden, was kann ich alles für Dienste abdecken mit Amazon Web Services. Aber ich stelle oft fest, dass man sich die Mühe gar nicht macht, was bietet der eigene, in Anführungszeichen, Cloud-Anbieter bereits schon an. Man geht einfach direkt in eine andere Richtung. Und ich glaube, das wird doch oft unterschätzt. Die Zeit, man nimmt sich einfach zu wenig Zeit, um den Abgleich zu machen. Ich glaube, das Problem fängt sogar noch früher an. Und zwar, weil, und da sind wir ganz klassisch wieder beim Thema Unternehmensgröße, dann sind wir ganz klassisch auch bei einem Thema wie, welche Branchenlösungen meine Branche denn überhaupt so, worauf sie denn so Zugriff hat. Und ganz, ganz viel gibt es einfach nicht mit modernen Architekturen. Das ist so ein bisschen mein Bauchgefühl, wenn man eben gerade im kleinen und mittelständischen Bereich unterwegs ist, dass eben so dieses moderne und wir machen mal was im Browser, nicht Fatline, nicht irgendwie wieder eine Windows-Anwendung installieren. Das ist so, so selten. Ich weiß nicht, ob wir es in einer anderen Podcast-Folge schon mal hatten, aber wir haben gerade eine Rechtsanwaltskanzlei begleitet bei dem Umzug von einer klassischen Server plus Fatclient-Lösung der Rechtsanwaltssoftware in eine reine Cloud-Lösung. Ja, mit 365-Anbindung, mit Azure Identity und allem drum und dran. Und das ist so erfrischend, wenn du das mal machen darfst, wenn du das mal begleiten darfst. Mhm. Und jetzt ist sicherlich der Anwalt nicht der weiße letzter Schluss. Es gibt noch so viele andere Branchen. Und überall hast du das Gefühl, selbst in Anführungszeichen modernen Branchen wie die Mediengestaltung gibt es noch so viele Verlagssoftwaren und sonst irgendwas. Mhm. Die sind von übergestern. Ja, also wo du irgendwie denkst, Entschuldigung, muss ich jetzt mit dir darüber reden, dass man jetzt nicht mehr mit Basic Authentication und IMAP kommunizieren kann, weil diese Software, die redet nur noch so mit Mail-Servern, die dahinter stehen. Das kann doch alles nicht wahr sein, weil du auch das Gefühl hast, dass die Softwarehäuser sich nicht wirklich weiterentwickeln. Und dann kannst du natürlich auch jetzt da nicht sagen, ja, machen wir mal Docker, ne? Schwierig. Ja, nein, klar, du musst was installieren. Du kannst im Regelfall nicht mal großartig Datenbank und Applikationsserver trennen. Alles das, was wir seit Jahrzehnten eigentlich machen wollen, was wir seit Jahrzehnten empfehlen, selbst das geht nicht. Selbst die Basics funktionieren nicht. Und wie will ich denn dann sowas as a Service anbieten? Ja, das hat ja dann auch logischerweise überhaupt mit den Hosting-Optionen zu tun und warum in vielerlei Köpfen bei Entscheidern im Mittelstand auch wirklich noch ist, naja, klar, wenn wir das außer Haus geben, dann brauchen wir eine VM. Mhm. Ja, das hast du schon recht, absolut. Also eben das, ich sage jetzt das Client-Server-Architektur-Denken, welches da immer noch in den Köpfen ist, oder? Das ist natürlich ganz klar so etwas, ja, das kriegst du nicht weg. Oder halt auch Schnittstellen, wie zum Beispiel, ja, ich brauche noch einen Dongle, damit meine CAD-Software läuft, oder? Ich brauche einen USB-Dongle, oder? Also dann musst du nicht einen Windows 365 Cloud-PC einrichten, wenn der Dongle irgendwo eingesteckt werden muss. Das ist natürlich schon so. Eben, da sind wir auch wieder beim Thema All-In. Wir müssen ja nicht All-In-Cloud, oder? Wir müssen ja nicht alles in die Cloud. Aber eben, ich glaube, es geht einfach so in die Richtung, dass, du hast es schon gesagt, eben, es beginnt schon früher das Umdenken. Aber ich glaube, oft ist eben heute immer noch so die Situation, dass es wird einfach zu wenig mal umgeschaut, was ist da, eine Auslegeordnung gemacht, um dann zu entscheiden, ja, welchen Weg gehen wir oder mal anders gesagt,
da sind wir beim Standardsatz, den ich so gerne sage. Ja, wir haben das schon immer so gemacht, wir machen es auch auf die nächsten 20 Jahre so. Da muss man eben halt auch mal wegkommen, oder? Vielleicht gibt es ja gewisse Dienste, die man auslagern kann. Aber das andere Beispiel, was ich vorher noch sagen wollte, ist eben so zum Thema Cloud. Wenn doch du, frag mal heute jemand, oder sagen wir mal, vor 5 Jahren hast du jemand gefragt, du möchtest Daten, deine eigenen Dateien oder Fotos in der Cloud abspeichern. Da schoss doch jedem Dropbox in den Kopf. Da kam doch, da war doch sofort Dropbox war das erste Thema. Aber dass es da auch noch andere Anbieter gab, da hat sich niemand darüber Gedanken gemacht, weil dann kam plötzlich die Situation auf, hey Dropbox, ja, Dropbox ist gar nicht so sicher. Ah, es könnte sein, dass da im Hintergrund andere Zugriff haben auf Dropbox-Dateien, weil die Schnittstellen nicht korrekt deklariert wurden. Verstehst du, was ich meine? Es gingen einfach alle nach Dropbox, weil es war der Standard, es war der Markt, aber niemand hat sich Gedanken gemacht. Und Es hat halt so funktioniert, weißt du? Also ich versuche da immer so ein bisschen, mich in den Anwender auch reinzuversetzen. Der halt einfach sagt, naja, es funktioniert ja. Ja, und da wird halt nicht technisch geguckt, können sie auch gar nicht, ist ja auch nicht ihre Aufgabe, dann eben zu sagen, hey, Thema Sicherheit, hey, Thema Interoperation und so weiter. Nein, sie wollen Daten austauschen, sie wollen Daten mit irgendwie gemeinsam nutzen und so weiter. Also geht ja noch weit länger zurück als 5 Jahre, da reden wir ja eher über 15. Dann irgendwie auch Zitate von Steve Jobs, es ist nur ein Feature, es ist jetzt kein Produkt in dem Sinne. Natürlich, es hat auch deutlich Marktanteile eingebüßt seitdem und hat verzweifelt versucht, sich diverse Male auch neu zu erfinden mit zusätzlichen Diensten. Ich glaube, jetzt haben sie noch einen Signaturdienst und keine Ahnung. Also hat sich, wie gesagt, versucht zu behaupten, nachdem so der initiale Hype abgeklungen und die Konkurrenz aufgewacht war. Ja, und nochmal, ich glaube, dass dieses Thema Ease of Use, Usability für den Anwender ein Problem zu lösen, was er eben akut hat, nämlich die Zusammenarbeit im Bereich von Dropbox, die Zusammenarbeit an Daten, dann fliegt ganz schnell links und rechts alles weg. Ja, und das ist auch okay so. Und ich glaube, da ist es logischerweise die Verantwortung der Unternehmensführung und auch irgendwelcher Fachabteilungen zu sagen, hey, hier sind die Anforderungen, lass uns doch mal gucken, bevor eine Notwendigkeit entsteht, dass sich jemand da kreativ eigene Wege sucht. Ja, genau. Aber das ist ja genau der Punkt. Ich mache den Endanwendern, mache ich absolut keinen Vorwurf, weil die sind in einer Situation, sie wollen jetzt einfach, sie wollen ihre Herausforderung, wollen sie lösen. Ich spreche nicht gerne von Problemen, darum sage ich Herausforderung. Sie haben eine Herausforderung, sie wollen die Herausforderung lösen und sie versuchen einfach mit dem Mittel zum Zweck diese Herausforderung zu lösen. Aber das ist ja genau der Punkt. Ich sage ja, da spreche ich ja die verantwortlichen Personen an, zum Beispiel einen IT-Administrator oder IT-Leiter oder wen auch immer, weil das mit dem Beispiel von Dropbox, das habe ich erlebt vor, das war jetzt, ich sage 7 oder 8 Jahre her, keine Ahnung, da hat eine große Firma hat einfach, ohne darüber nachzudenken, hat ein Entscheidungsträger gesagt, wir arbeiten mit Dropbox. Die haben sich null Gedanken gemacht und da muss ich einfach sagen, hey, das kann man doch einfach nicht so übers Knie brechen und einfach sagen, ja, wir nehmen jetzt einfach Dropbox. Weil die haben die Ist-Situation gar nicht angeschaut, weil es ging ja auch darum, um Daten auszutauschen. Darum wurde ja Dropbox eingesetzt. Aber sie haben das Ist nicht angeschaut, sie haben nicht geschaut, was sie bereits schon im Einsatz haben an Cloud-Diensten und haben einfach einen zusätzlichen Cloud-Dienst ins Boot geholt, um eben diese Notwendigkeit zu lösen. Und da muss ich einfach sagen, das ist aus meiner Sicht falsch, weil da kommt wieder das andere ins Spiel, wo es heißt, ja, einmal Cloud, immer Cloud. Ja gut, okay. Wenn ich natürlich so übers Knie gebrochen einen Cloud-Dienst einrichte in die Organisation, jetzt beispielsweise Dropbox, ja, wie bringst du das Ding dann wieder raus? Das ist dann die andere Angelegenheit, oder? Ja, wobei du da ja glücklicherweise nur in Anführungszeichen über Dateien redest. Ja, das ist ja noch nichts wirklich Proprietäres. Ja, also du hast ja da irgendwo schon portable Daten immer noch. Was mir viel mehr Gedanken macht, ist auch da wieder dieses Thema Architektur.
Jetzt haben wir, um bei unserem Paradebeispiel Azure zu bleiben, da haben wir mannigfaltige Möglichkeiten, Daten, die wir irgendwo in Azure in einem der vielen Möglichkeiten speichern, über genauso viele, wenn nicht noch mehr Möglichkeiten auch wieder mit Applikationen zusammenzubringen. Ob wir jetzt über einen Azure App Service reden oder ob wir über einen Storage Account reden, ob wir über eine klassische VM reden, ob wir über FS Logics im Bereich AVD reden. Also all das sind ja doch irgendwo Integrationsmöglichkeiten, die aber gefühlt auch wieder Brücken bauen müssen, da wo eine Software nicht flexibel oder zu altbacken ist. Ja, also so nach dem Motto, alles, was ich an Dateien im Zugriff brauche, liegt entweder in der Datenbank, blöd, oder im Filesystem, alt. Mhm. Also, aber irgendwie, da fehlt doch irgendwie mal was Modernes. Da fehlt doch mal was. Im Webbereich hast du das halt relativ oft, dass du einfach sagst, hey, File-Uploads nehmen wir in der Web-Applikation an und stopfen die irgendwo in irgendwas S3-Kompatibles. Und zwar wirklich bewusst kompatibel. Das muss nicht S3 selbst sein, sondern das kann irgendwas sein, was eben dieses S3-Protokoll spricht. Und das fehlt mir eben gänzlich in so, so vielen branchenspezifischen Lösungen, wo du halt einfach nicht sagen kannst, ja, natürlich braucht sie irgendwie Dokumente, sonst irgendwas. Und ich kann jetzt mal einen Topf Dokumente anders anbinden, als einfach nur, ich brauche einen Laufwerksbuchstaben. Ich finde das so gähnend träge von der Architekturfrage, auch da eben zu sagen, ich kloppe ja eigentlich schon jede Menge Wege zu, in irgendwelche Cloud-Konstrukte zu gehen, wenn ich einfach an meinem monolithischen, altbackenen Approach festhalte und meine Branchenlösung eben mache wie in den 80ern. Ja, was denkst du? Ist das bewusst? Wird das bewusst von den Anbietern, von diesen Branchenlösungen so gemacht, dass da eine gewisse Abhängigkeit daraus resultiert, dass sie sagen, hey, wir lassen unsere Client-Server-Architektur, wir behalten das so, weil dann sind die Firmen gewissermaßen gezwungen, eigentlich lokal mit einer eigenen Infrastruktur zu arbeiten und können gar nicht in die Cloud hinein. Also ich glaube, das ist zweigeteilt. Das eine ist ein Henne-Ei-Thema. Wenn natürlich wenig nach Cloud gefragt wird, mache ich kein Cloud. Ja. Wenn meine Architektur aber auf die wenigen Cloud-Fragen, die da sind, immer ein Garaus bedeutet für die Option, in die Cloud zu gehen, dann wird es auch nie eine Cloud geben. Also ich glaube, das ist so eine Geschichte an der Stelle. Es ist natürlich ein wahnsinniger Invest in vielen von diesen Softwarepaketen drin. Da jetzt zu sagen, nö, jetzt machen wir neu anfangen, ist jetzt natürlich auch nichts, was du mal eben in der Sektlaune entscheidest. In Zeiten von Personalmangel, Fachkräftemangel, in Krankheitssituationen, wie wir sie gerade im Moment haben, einfach zu sagen, naja, die halbe Mannschaft stellen wir jetzt ab für ein Rewrite mit einer neuen Architektur, musst du wirtschaftlich auch gut dastehen für. Ja, und wir kriegen das gerade mit, eines unserer MSP-Tools, RMM-Bereich, wird seit, ich glaube, 3 Jahren mittlerweile parallel von 2 Teams, wird eine neue Benutzeroberfläche geschaffen von einem neuen Team von Grund auf mit aktuellen Technologien, die jetzt nach 3 Jahren, sagen wir mal so, 80% Feature-Parität hat. Ja, und das wurde nach und nach immer mehr da rein, Neuentwicklungen da rein. Also, aber es ist super schwierig. Es ist super schwierig, da natürlich die Ressourcen dafür bereitzustellen. Das ist das eine. Und das andere mit dem Login, den du ansprichst. Ich finde, man würde sich ins eigene Fleisch schneiden aus Softwarehaus-Gesichtspunkten, weil meiner Meinung nach muss es ja gar nicht unbedingt die flexible Cloud-Lösung, um deren Hosting sich der Kunde dann selbst kümmert sein, sondern was ist denn mit einer SaaS-Lösung? Was ist denn mit einem SaaS-Angebot, wo ich eben auch sagen kann, nein, ich muss mich nicht mehr darum kümmern, eine QA-Abteilung zu haben, eine QM-Abteilung zu haben, die jede Software in sämtlichen Ausprägungen, in sämtlichen unterstützten Konfigurationen durchtestet, wo es hinterher doch zu 20% knallt und ich nacharbeiten muss. Auch das kostet Ressourcen, auch das kostet Personal. Nein, das Thema SaaS ist nicht für jeden. Es wird immer noch denjenigen geben, der das ganze Ding irgendwo im Keller haben will. Aber auch eine Firma Datev geht hin und sagt, naja, dann hosten wir halt dein Datev für dich. Und Millionen von IT-Spezialisten atmen auf, dass es keine Datev-CD
CDs mehr gibt mit Updates drauf, weil das jetzt nämlich der Hersteller selber macht. Also ich glaube, da ist auch einfach eine Chance da, wenn man die Infrastruktur und die Architektur dafür aufbringen kann, jetzt für ein Softwarehaus, dass man eben das Ganze dann als SaaS-Lösung anbietet und eben sagt, hey, dann rechnen wir das pro Monat, pro User ab, so wie das viele andere ja auch tun und stellen die Infrastruktur dafür bereit, die wir uns von einem von den Großen eben holen oder die wir uns selber aufbauen, völlig egal. Datev macht das in Nürnberg ja auch selber. Die Chancen und Möglichkeiten sind ja da. Genau, also das sehe ich eben auch so. Und vor allem, aus meiner Sicht ist es auch eine Aufklärungsfrage. Das heißt, man muss die Organisation, die Firmen auch aufklären, weil ich höre da immer wieder, zum Beispiel eben, wenn es darum geht, so ERP-Software, ich möchte jetzt auch keine spezifische nennen, aber da heißt es immer wieder von den Organisationen, was? Ja, genau, ganz genau, oder? Es gibt auch noch kleinere, aber lassen wir diese Namen. Aber es ist wirklich, da sagen dann die Leute oder die Geschäftsleiter oder die Geschäftsführer sagen, nein, was? Die Software, die läuft in der Cloud. Nein, und meine Daten sind dann in der Cloud. Nein, das will ich nicht. Wer hat dann Zugriff auf diese Daten? Da ist Aufklärung angesagt, weil die sagen dann eben, das ist dann die Schlussfolgerung, wo dann die Geschäftsführer sagen, na Moment, dann will ich mein eigenes Blech, ich will meine eigene Software in meinem Haus. Und wenn eben der Softwareanbieter an dieser Stelle auch aufklären würde und sagt, hey, schau mal, wir haben unsere eigene Infrastruktur, ob es jetzt Cloud, eigenes Rechenzentrum, was auch immer ist, aber wir haben eine eigene isolierte Infrastruktur. Wir bieten diese SaaS-Möglichkeit dir an, dass du in einem nächsten Release, er muss ja nicht von heute auf morgen alles abbauen, aber man kann ja sagen, hey, sobald der Lebenszyklus am Ende ist, sobald diese ERP-Software seinen Lebenszyklusende oder wie man dem sagt, erreicht hat, dann kann man doch planen, dann hat man ja 3 Jahre vielleicht Zeit, um das Ganze zu planen, dass man dann eben Schritt für Schritt von der On-Prem-Umgebung wegkommt in diese SaaS-Lösung. Und ob dann diese SaaS-Lösung bei Azure, Amazon, Google Cloud oder wo auch immer läuft, das spielt ja dann keine Rolle für den Endkunden, oder? Das Gegenbeispiel ist ja wirklich so eine kleine Klitsche namens Salesforce. Heute schon in anderem Zusammenhang gefallen, aber beim ERP machen sie sich alle ins Hemd und was CRM angeht, ja dann da haben geht's. Wir halt Salesforce und das geht. Die Firma HubSpot macht es ja im Kleinen vor oder nach. Da geht es auf einmal auch und auch das sind alles SaaS-Lösungen, aber es ist halt logischerweise das Umdenken, was du gesagt hast, vielleicht ist es ein Generationswechsel an der einen oder anderen Stelle. Natürlich ist es auch ein gewisser Schlag Kunden, wo ich irgendwo sage, die sind offen dafür, andere eben wiederum nicht. Oder vielleicht sind es auch Generationen von Entscheidern beim Kunden, die eben dann offen sind dafür oder nicht. Und ich glaube, da liegt noch ein ganz, ganz langer Weg vor uns. Also sowohl auf Softwareseite zu sagen, wir schaffen mal Alternativen. Ja, da ziehe ich bis heute den Hut vor einer Firma, noch so eine kleine Klitsche, Adobe, die irgendwann gesagt hat, nö, wir verkaufen keine Boxprodukte mehr. Und einfach gesagt haben, wir reißen dieses Pflaster jetzt ab. Und es gab so viel Unmut. Und alle sagten den Bankrott voraus von dieser Firma. Und es ist, glaube ich, nach wie vor ein relativ profitables Unternehmen. Ganz im Gegensatz zu einem Rumeiern von einer Microsoft, die bis heute irgendwie Boxprodukte Office verkauft und die irgendwie so hintenrum durch die kalte Teeküche beschneidet in der Kommunikation mit den Online-Diensten. Das ist alles so nicht Fisch, nicht Fleisch. Ich finde das, wenn man da einfach mal einen Schlussstrich zieht und sagt, hey, nee, Office 2019 war die letzte. Es gibt kein 22er Office mehr. Fertig, aus. Nein, es musste noch mal einer sein. Und auch da finde ich, gehört ein bisschen mehr Konsequenz dazu, ein bisschen mehr Mut dazu, ein bisschen mehr Vordenkerschaft, ein bisschen weniger haben wir schon immer so gemacht, ein bisschen weniger, naja, den müssen wir jetzt auch noch irgendwie mitnehmen. Und andererseits müssen wir halt einfach, ja, warten. Warten, bis sich irgendwo so der Markt von selbst bereinigt, bis sich irgendwo die Entscheidungszyklen vielleicht mal ein bisschen umschichten, die Ansprüche auch an Kommunikation von Softwarepaketen, die in der Cloud oder die auch als webbasierte Lösungen mit APIs, wie auch immer, in der Regel deutlich kommunikativer sind, bis sich das einfach rauskristallisiert als, das braucht es jetzt. Ja, das braucht einfach dieses Thema Datenaustausch, es braucht das Thema Management, es braucht das Thema Identity und eben nicht noch ein Silo mit noch einer Applikation, die nur mit einem lokalen Active Directory spricht. Genau.
Ja, ich würde sagen, man darf es wahrscheinlich so sagen, es braucht, du hast Mut angesprochen, oder? Und ich würde sagen, es braucht den Mut, aber auch von beiden Seiten. Es braucht den Mut vom Provider, vom Cloud-Provider, und es braucht den Mut auch von der Organisation, eben einmal halt einen Cut zu machen, wie du das angesprochen hast. Und ich glaube, wenn da beide Seiten mutig sind, dann wird auch das Thema Cloud in Zukunft, würde ich sagen, für beide Seiten viel angenehmer, als wenn da immer mehr oder weniger eine Art Abwehrreaktion vorhanden ist. Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Dann freuen wir uns auf ein Wiedersehen. Unbedingt, und ich freue mich jetzt schon auf das nächste spannende Thema, welches wir miteinander besprechen werden. Vielen Dank, Patrick. Mach's gut. Du auch. Wir haben überzogen.